Herzlich willkommen zum nächsten Video zum Thema Aussagenlogik. Ich möchte kurz über Iltis sprechen. Und bevor ihr jetzt denkt, Iltis, hä, das Thema hatte ich nicht, ja, hört mir kurz zu. Bei Iltis handelt es sich um ein webbasiertes System, mit dem man Logik im Browser interaktiv üben kann. Das wurde in den letzten Jahren unter Leitung von Professor Thomas Zäume entwickelt an der Uni Dortmund und ist mittlerweile ein ziemlich umfangreiches System geworden. Es werden viele Arten von Übungen unterstützt. Also was für uns gerade relevant sind, sind Wahrheitstabellen. Aber es geht noch weit darüber hinaus. Man kann verschiedene Algorithmen üben, Formeln in Normalform umformen. Das werden wir alles noch kennenlernen. Und man kann damit sogar verkettete Aufgaben stellen, bei denen die Lösung der ersten Aufgabe weiterverwendet wird in der zweiten Aufgabe und so weiter. Und somit kann man dann auch längere Aufgaben stellen, wo man wirklich vom Anfang von der Modellierung eines Szenarios mit irgendwelchen aussagenlogischen Formeln bis am Ende hin zum Testen der Erfüllbarkeit und so weiter. Diese Begriffe sagen euch vielleicht jetzt noch nichts, lernen wir aber bald kennen. Und warum spreche ich über Iltis? Vielleicht habt ihr es schon geahnt. Ich werde ab jetzt nach jedem Video euch einen kleinen Link geben in die Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach raufklicken und dann ein paar Übungen mit Iltis machen, um das zu testen, was ihr gerade gelernt habt. Und bereits für das dritte Video, das letzte Video, wo wir Implikation und Äquivalenz behandelt haben, auch dafür gibt es schon Übungen und auch in Zukunft zu den nächsten Videos wird es dann immer eine kleine Übung dazu geben, so dass ihr euch dann nach dem Video immer sofort selber testen könnt, ob ihr es auch verstanden habt.